auch einen Akklimatisationshalt ein. Denn selbst die Schnellzüge legten in Tussis noch einen Halt von einer Viertelstunde ein, um die Dampflokomotive mit Wasser und Kohle zu versorgen. Die neue Dorfstraße wies nun aber geradewegs auf die Schlucht hin. Sie führte in einer geraden Linie auf die Via Mala zu. Wir bauen eine große Heerstraße. Sie soll eine der kürzesten und sehenswürdigsten zwischen Deutschland und Italien werden. Nicht nur Kisten und Ballen werden dann durchreisen, sondern auch Fremde von allen Völkern und Ständen, Reiche und Arme. Aber gewiss mehr von Erstern als von Letztern, denn zum Reisen braucht's Geld und wer das nicht hat, braucht gar nicht herzukommen. Diese neue Heerstraße wurde durch den Fels gesprengt. Mitten durch die Schlucht, durch das verlorene Loch. So heißt dieser Ort. Verlorenes Loch. Welch merkwürdiger Name. Welch merkwürdiger Ort. Oder vielmehr Unort, denn ein Loch kann ja doch kein Ort sein, an dem man steht. Und verloren keine Beschreibung sein für einen Weg, auf den man geht. Verlorenes Loch. Und doch, es bleibt dieses feierliche Dunkel, diese seltsame Schönheit, dieser leichte Schauer. Verlorenes Loch. Teil der Schlucht ohne Namen, des Sprachlosen, des Schreckens, Staunens. Ja, vorstellbar wie bei Friedrich Nietzsche, 1872. Ich empfinde die düstere Großartigkeit der Via Mala als Widerschein meines eigenen Wesens. Ist dies die Via Mala? Ein Widerschein? Nur ein Widerschein? Oder doch vielmehr eine seltsame Verbindung von eigenem Seelenabgrund und unbenennbarem Schluchtendunkel? Oh, Schluchtendunkel. Seelenabgrund. In beides scheinen Linien eingezeichnet, Lebenslinien, schicksalshaft, wie die Stimmen, Stimmen in der Via Mala. Nietzsche? Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst? Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste? Selbst über seinen Körper, um ihn abseits von den Windungen der Gedärme, vom raschen Fluss der Blutströme, von den verwickelten Fasererzitterungen in ein stolzes, gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschließen. Es ist merkwürdig. Es ist eine der merkwürdigsten Felsenschluchten und schauerlichsten Gegenden der Schweiz, von Tussis bis Zillis, 2 Stunden lang. 28 Stunden. Der Weg. 2 Stunden. 1 Stunde. Noch Minuten. All da. Ein bemehltes Ort. Die Steinbrück. Allda packt der durchteufelte Mörder das arme, schwangere Mensch unvermutet an und ersticht sie mit etlichen Messerstichen und schmeißt sie über die Brücke hinunter durch die Felsenkähle in den Abyssen des Wüstentumpels.
Oh, Grausen, Entsetzen, Schreck. Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst? Erst recht hier. Was weiß der Mensch hier von sich selbst? Hier, wo der rasche Fluss der Blutströme eins wird mit dem Rauschen des Rheins, wo die verwickelten Fasererzitterungen und Lebenslinien den Wegen durch die Schlucht zu entsprechen scheinen. Also ist mir die Historie erzählt worden von der Mordtat, die sich hier anno 1705 ereignet hat. Doch gauklerhaftes Bewusstsein. Diese Brücke ist erst 3 Jahrzehnte nach der Mordtat gebaut worden. Sie stammt aus dem Jahre 1739. Und der Abgrund, die Felsenkirche, der Abussum, das wüste Tobel, ist 1903 gar über eine Treppe zugänglich gemacht. Und doch, der leichte Schauer bleibt. Es bleibt die Geschichte. Es bleiben all die Geschichten der Via Mala und das große Staunen über die seltsame Gleichzeitigkeit von Schrecken und Schönheit. Und vielleicht bleibt doch auch diese seltsame Verbindung von eigenem Seelenabgrund und unbenennbarem Schluchtendunkel. Vielleicht bleibt es auch bei Theodor Fontane, 1875. Niemals hätte ich geglaubt, dass nach all dem, was ich in meinem Leben gesehen habe, ich noch so mächtig von Dingen dieser Art bewegt werden könnte. Thank you.